Ja, servus miteinander. David Czolina verstärkt nun auch den FC Augsburg offiziell. 750.000 Euro soll das Ganze um die Dreh gekostet haben. Er kommt von Hajduk Split. Ja, also erstmal von meiner Seite natürlich herzlich willkommen an den Jungen. Ich freue mich, ihn und Beljo dann auch mal auf dem Trainingsplatz zu sehen und kennenzulernen. Also wirklich zwei Jungs aus Kroatien, was das Eingewöhnen in Augsburg auch leichter machen wird für sie. Na, sie kommen ja beide aus Kroatien und Demirovic wird da auch ganz sicher auch den Jungs helfen, ein bisschen reinzukommen, weil sie ja alle dieselbe Sprache sprechen. Und ja, da freue ich mich auf jeden Fall. Herzlich willkommen an die Jungs. Aber ihr habt es ja auch schon gehört bei dem Gerücht, wo es aufkam. Ein Transfer, der mich doch einfach verwundert. Ne? Ich habe es mitbekommen, ich weiß es auch. Ich habe ja auch mit einigen Hajduk-Fans sprechen können. Er ist flexibel einsetzbar. Aber ein linker Verteidiger ursprünglich in meinen Augen hätte es auf der Flügelverteidigerposition ganz dringend rechts was gebraucht. Also einen rechten Verteidiger, der wirklich diese Position auch gelernt spielt, am besten halt einen Rechtsfuß. Ich kann mich hier auch komplett täuschen. Ne? Wir haben halt nun mal auf der LV-Position Iago, Petersen und Zehnter, finde ich, mit am besten besetzen wir da eigentlich. Czolina soll hier aber wohl als flexibler Spieler einfach die Breite verstärken. Wir werden sehen letzten Endes, was er leistet, was man mit ihm plant. Wie gesagt, von mir, überrasch uns, Junge, zeig, was du kannst und dann werden wir sehen. Ein Transfer, wie gesagt, den ich so momentan noch nicht ganz verstehe, aber vielleicht werde ich ihn mit der Zeit besser verstehen. Ich möchte hier gerne mal zitieren. Reuter sagt hier, da konnten wir einen jungen Außenbahnspieler verpflichten, der verschiedene Positionen begleiten kann. Hier kommt dieses Flexible ins Gespräch. Nicht nur von seiner Flexibilität, sondern auch von seiner Dynamik und seinem Einsatzwillen wird die Mannschaft profitieren, erklärt Geschäftsführer Sport Stefan Reuter. Also er setzt ja auch auf seine Dynamik, auf seinen Einsatz, ne, die Tugenden, die wir brauchen und auf seine Flexibilität. Und ja, was sagt Czolina selber? Der FC Augsburg ist eine große Chance für mich. Ich bin durch die sehr guten Gespräche mit dem Verantwortlichen des FCA sicher, dass dies der richtige Schritt in meiner Karriere ist. Daher freue ich mich, dass der Wechsel geklappt hat. Ich möchte nun die Mannschaft so schnell wie möglich kennenlernen und mich integrieren. Ja, also ich bin hier wirklich enorm gespannt, was diesen Jungen wirklich angeht. Ich weiß nicht, wie man ihn plant einzusetzen. Ne? Er kann scheinbar auch offensiver eingewechselt werden. Vielleicht ähnlich so wie ein Petersen. Den kann man auch auf links und rechts außen bringen mit Dynamik und Tempo. Ja, dann bleibt zu sagen, auf dass er einfach bei uns glücklich wird. Und ein schönes Willkommen, einen schönen Start bei uns in Augsburg. Wir sind gespannt auf dich, David Czolina. Genau. Von meiner Seite, ich habe es auch bei euch schon viel gelesen, ist einfach die Baustelle, die wir jetzt immer noch haben. Es bleibt dabei die rechte Seite, jetzt auch durch Frambergers Abgang. Eigentlich einen rechten Verteidiger und rechten Flügel müsstest du irgendwie noch besetzen, früher oder später. Ne? Da ist einfach jetzt noch eindeutig die Baustelle da auf der rechten Seite nachzulegen, eigentlich. Ne? Wir haben noch ein paar Tage Zeit, also es ist schon eigentlich eine offensichtliche Schwachstelle noch in unserem Kader, in meinen Augen. Und dann schauen wir mal, ob da noch was passieren wird. Tempo fehlt da ein bisschen und natürlich ein Backup auch für Gumni. Klar hat man hier so Notlösungen, sage ich mal, aber keine Ideallösungen. Ne? Und das ist schon ein Unterschied. Man könnte natürlich auch was auf der ZM-OM-Position noch machen, so Richtung Kreativität, Räume hinter den Stürmern. Kann aber sein, dass durch diese Systemveränderung, wovon ich jetzt ausgehe, auf 3-5-2 oder 4-4-2, das gar nicht zwingend nötig ist. Dann wird aber Arne Meyers Entwicklung und Kreativität sehr viel wichtiger werden in der Rückrunde. Da müssen wir einfach hoffen, dass er diesen Step macht. Genau, das war's für heute. Euer Dennis. Wir sehen uns hoffentlich, wenn ihr Lust habt, um 14.30 Uhr live. Da überträgt der FCA TV um 15 Uhr das Spiel in Wolfsburg. Wir werden uns das zusammen angucken und natürlich auch über unsere Transfer und alle aktuellen News sprechen. Und in einer Woche ist Bundesliga. Euer Dennis. Ciao, ciao. Einmal zusammen nochmal für YouTuber, richtig geil. Mach doch was richtig Geiles, Jungs. Follow, Abonnenten, alles da lassen, weißt Bescheid.